Guten Morgen. Ich musste jetzt ein paar Minuten warten, bis ich mein Video starten kann, denn die Kleine rastet hier aus. Naja, so ist es, wenn man nachts nicht schläft. Dann musst du nachts schlafen. Nicht der Mama auf den Kopf rumhüpfen. Ja, machst du aber. Schon wieder alles ausgeleert. Ich habe gestern Abend alles aufgeräumt. Mache ich ja immer. Sie kommt. Alles raus. Was denn? So kuscheln? Eine Banane? Banane! Ja! Ja, heute ist Dienstag, ich habe auch schon rumtelefoniert, aber nichts erreicht. Aber meinen Ohren geht's gut. Der Druck hat nachgelassen. Ich habe gestern noch mit meiner Mama telefoniert und sie meinte, ich soll mir irgendwie so Watte in die Ohren machen, damit es warm ist. Das habe ich gestern gemacht und tatsächlich hat es geholfen. Und ich überlege aber auch, dass ich mir so ein so ein Messgerät bestelle von Amazon, damit wir selber Blutdruck messen können zu Hause. Das ist ja immer praktisch. Okay. Müssen wir uns mal bestellen. Ja, heute ist Dienstag und ich überlege, also es regnet. Spazieren können wir nicht. Wir waren schon lange nicht mehr spazieren so. Weil es jedes Mal regnet. Ich überlege, ob ich heute zu Rossmann fahren soll, das ganze Zeug besorgen. Ich brauche nämlich ein paar Sachen. Oder morgen. Irgendwie kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe Probleme, gell? Unmöglich. Ja. Ja, die Kamera. Wir werden jetzt gleich gucken, was für Mittag ist. Es ist gerade 10 Uhr geworden. Ich mal runter und gucke, was wir heute zum Mittagessen machen können. Okay? Mal schauen. Hat sie von meiner Schwester zu Weihnachten so ein Set bekommen mit vier solchen. Die waren hier so eingepackt in so ein. Und da gucken die Köpfe raus. Die kann man so tragen. Das ist so eine Tasche. Süß, gell? Ja, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Oh, da. Da sind noch zwei. Da sind noch zwei. Deine Ferdis? Oh. Kuscheln. Ja. Ja, sollen wir die da reinmachen? Sollen wir die da reinmachen in die Tasche? Warte. Und jetzt kannst du spazieren gehen mit deinen Babys. Hier festhalten. Hier. Da festhalten. So, wie eine Tasche. So. Tschüss. Ja, die Handtasche muss lebendig sein. Sieht cool aus. Leonie durchsucht Zenas Schränke. Zeig mal. Das habe ich gestern gemacht, das sieht nicht so gut Doch, aus. war schön. Ja, das ist auch schön. Das habe ich aber. Aus dem Kopf hat sie das Das habe ich gezeichnet. aber ab abgezeichnet. Okay, auch schick. Versuch mal Leonie zu malen. Nö. Zum Porträt. Und dann hängen wir das auf. Juni. Was hat die Sehne alles? Guck mal hier ein Licht. Oh, ein Licht. Cool. Mein Kaffee. Ich laufe überall mit dem Kaffee rum. Wir waren nämlich schon 50 Mal oben bei Lukas, gell? Hoch und runter, hoch und runter. Voll hell. Oh Gott. Das Glaskratze von der Schmuckkerze hier. Da muss aber Staub wischen, ne? Zähne. Das Ja. hat hier umgeräumt, aber das ist überall Staub. Hier, das Kätzchen war da drin. War süß. Ja. Ich hole mal den Staubwischer. Damit geht's gut. Aber hier ist dein Tuch. Ich mache hier noch eine Milch. Och, hab die Handtücher hier alle. Wäsche zusammengelegt. Die eine ist gleich fertig. Schleudert schon. So. Ja, Mama macht dir noch eine Milch, dann kannst du gleich einschlafen. Jetzt
gerade versucht, aber hat sie auf die Milchflasche gezeigt. Ich muss heute unbedingt den Boden hier wischen. Hier sind überall Flecken. Ich kann keine. Hast du dein Handy gefunden? Ein ganz altes. Von Lukas noch. Funktioniert gar nicht, ist kaputt. Aber sie hat Spaß. Gell? Hast ein eigenes Handy. Musst du nicht Mamas anfassen immer. So. Ich bin unten und fange schon mal an, Essen zu kochen. Selina ist bei der Kleinen oben, die schläft nämlich nicht. Aber jetzt hat sie gute Laune, sie spielen. Hackfleisch, Soße für alle, außer für mich. Und ich mache mir eine Auberginensoße. Genau, ich mache mir Couscous dazu und die Kinder wollen Spaghetti, Bolognese. Ich mache mir einen Cappuccino. Leonie hat einen Pinsel geklaut. Am Schminktisch. Nicht ins Ohr stecken. Hey! Es ist so dunkel geworden und es regnet die ganze Zeit. Ich habe irgendwie keine Lust, zu Rossmann zu fahren. Ich glaube, ich verschiebe das auf morgen. Noch richtig windig draußen. Richtig ekliges Wetter heute. Ja. Nicht ins Ohr stecken. Ach, seht ihr? Ich wollte den Boden doch wischen hier. Das mache ich jetzt auch gleich. Nicht da rein. Was machst du? Ich mach das Gerät raus. Wo wieder Fragen kommen. Ich kann euch den leider nicht verlinken, weil er ausverkauft ist. Sobald ich sehe, es gibt das Gerät wieder, dann kriegt ihr dann auf jeden Fall den Link. Ich sag euch dann auf jeden Fall Bescheid. So, fangen wir mal an. Hier sind überall Flecken. Zusammen hin, Lukas, und esst. Was? Dann macht sie auch keinen Quatsch, wenn du mit ihr zusammen isst. Hier, nimm es mit an den Tisch. Das ist übrigens auch mit den Zähnen genauso. Mit den Zähneputzen. Dass, wenn sie sieht, Lukas putzt seine Zähne, lässt sie auch ihre Zähne putzen. Das machen wir gerade jeden Abend so, weil. Ja, weil sie hat sich die Zähne nicht mehr putzen lassen. Ich musste mit ihr kämpfen. Aber so klappt es richtig gut, gell? Hä? Okay. Sie macht sich eine leere Gabel im Mund. Super! Oh, warte mal, hilft. Lukas lacht, gell? Das sollte dir doch helfen. So. Prima. Prima. Da habe ich mich ewig nicht gemeldet. Der Roy ist mittlerweile schon da. Dann noch Stunde. Es ist 17 Uhr jetzt. Hat auch schon fast aufgegessen. Wir haben jetzt Papierkram oben gemacht. Und ja, ich wollte jetzt unten zuschließen, ein bisschen die Küche aufräumen. Gucken, was ich zum Abendessen mache. Die Kleine schläft, habe ich es schon gesagt? Die schläft noch. Seit bestimmt schon eine Stunde schläft sie. Ja, die wird bestimmt gleich wach. Und macht sie Rambazamba bis 22 Uhr. Aber es konnte man wenigstens den Papierkram in Ruhe machen. Ich hasse Papierkram, weil kennt sich da immer besser aus und dann geht es zu zweit immer schneller. Einer sucht was, einer gibt ein. Ja. Aber trotzdem nicht mein Ding. So Papierkram. Ach so, ich soll ja nicht jammern. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, ich jammer zu viel, weil ich immer Kopfschmerzen habe und mit meinem Ohr. Ich soll nicht so viel jammern, weil ihr Mann macht das auch. Ja, sehr lieb. So, ihr Lieben, ich mache jetzt... So, ich schließe jetzt die Tür zu. Danke. Schlüssel. Ich habe wieder ausgemistet. Zwei Riesentüten mit Klamotten. Sieht man das ja. Die muss ich zum Altkleidercontainer bringen. Muss ich mal beladen. Mein Auto mache ich morgen, wenn ich gleich in Russland fahre. Ja, muss ich nicht mehrmals fahren. Genau. Und Glasmüll steht hier auch schon bereit. Genau, ihr Lieben. Kiste Rapp habe ich hier hingestellt, weil es kann man die nicht rausholen, die unteren. So. Scheiße, ich hau zu. Ich würde mich dann auch von euch verabschieden, ihr Lieben. Da heute sowieso nichts mehr passiert.
Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter morgen um 11 Uhr wieder. Tschüss. Weil wer da ist. Ich habe gerade das Video beendet. Und bringt Reusi runter. Ja, dann gucken wir zusammen nach dem Essen, gell? Sollen wir ein Zwiebelbrot machen mit Butter? Schmeckt lecker, gell? Ja, sie ist noch müde. Ist gerade aufgewacht. Nochmal tschüss, ihr Lieben. Und ihr hat eine Nudel gefunden. Sie ist anguckt. So, jetzt aber wirklich tschüss.